Vielen Dank für die sehr freundliche äh, Einführung und ich begrüße alle Teilnehmenden hier ganz herzlich. Ja, 100 Jahre Türkei, Sie haben es erwähnt, in zwei Tagen am 29. Oktober wird die Republik Türkei 100 Jahre alt. Ich bin kein Historiker, Sie haben mich richtig vorgestellt, ich bin Psychologe mit ja, philosophisch, literaturwissenschaftlichem Einschlag. Deshalb werde ich das nicht aus einer allein historischen Perspektive, sondern sehr stark. Was heißt das auch für die deutsch-türkische Zusammenarbeit beziehungsweise für die deutsch-türkische Verbindung? 100 Jahre in 20, 30 Minuten vorzustellen ist natürlich, ich glaube, ist eine Aufgabe, an der man immer nur scheitern kann. Deshalb ähm, erlauben Sie mir, dass ich einfach nur einige Aspekte, einige aus meiner Sicht relevante Punkte der 100-jährigen Geschichte herausgreife. Ähm, jetzt muss nur noch die Technik funktionieren. Ja, genau. Ich habe in drei Teilen aufgeteilt. Einmal, was sind die historischen Gemeinsamkeiten und um in die Thematik einzuführen, warum ist das auch für Menschen in Deutschland relevant? Dann der zweite, deutlich größere Teil, die Entwicklung in der Türkei. Auch hier einige markante Punkte. Und nicht zuletzt nochmals zurückkommen, die Bedeutung Deutschlands für die türkische Politik. Bin ich von der Stimme gut zu hören und zu verstehen? Ja, sehr gut. Sehr gut, okay. Also vielleicht einmal nur eine kurze Einführung, warum es wichtig ist, ähm, auch für die deutsche Politik, ähm, für Menschen in Deutschland. Wir haben einige, eine Vielzahl an gemeinsamen Narrativen, Narrative, die Deutschland und die Türkei verbinden. Ähm, da wäre zum einen der Erste Weltkrieg zu nennen. Deutsch-türkische osmanische Beziehung. Das Osmanische Reich hat damals an Seiten Deutschlands äh, mitgekämpft. Und ja, man kann sagen, mit verloren. Ähm, dann im Zweiten Weltkrieg. Die Rolle der jungen türkischen Republik während des Zweiten Weltkriegs. Sie hat eine Vielzahl der Verfolgten des NS-Regimes äh, aufgenommen. Beispielsweise Ernst Reuter, den späteren Berliner ähm, Oberbürgermeister, den <laughs> Literaturwissenschaftler Ernst Auerbach, den äh, Musiker Paul Hindemith und so weiter. Also beispielsweise äh, gibt es auch einen türkischen Oskar Schindler, den BH Erkin. Damaliger Botschafter der Türkei in Frankreich, der ungefähr 20.000 Juden ähm, Pässe ausgestellt hat, ähm, damit sie ausreisen können. Eine Art sozusagen, äh, ja, einer, der ähm, das Gewissen auf der richtigen Seite hatte und ähm, an den Gräueltaten nicht mitgewirkt hat. Ähm, wir haben das Thema Migration. Migration nach Deutschland. Ähm, Jetzt haben wir ähm, über 60 Jahre, 61, 62 Jahre ähm, Fremdheitserfahrung, gemeinsame Lebenslagen, gerade zu Beginn der Migration in den 60er Jahren. Wenn man bedenkt, dass auch in Deutschland ähm, Rückkehrer, Kriegsgefangene und so weiter nach 10, 15 Jahren zurückkamen, wo eine Art gemeinsamer psychologischer Grundlage war, was heißt das, fremd zu sein im weitesten Sinne? Ähm, das sehen Sie an Bildern, beispielsweise die erste Generation in den 70er Jahren, die großen Streiks in Fort, bei Ford, wo eine Art Solidarität der Arbeitenden, ob sie mit Migrations- oder ohne Migrationserfahrung waren. Wir haben als Teil der dunklen Geschichte die NSU-Morde seit 2010, die sehr stark sich natürlich auf die türkeistämmige Population, wie sich später herausgestellt hat, ähm, fokussiert hat, auch als Teil der, ich sage mal, gemeinsamen Erinnerung. Und nicht zuletzt haben wir im weiten Sinne Neuzuwanderung, Fluchtmigration nach Deutschland, vor allem seit 2016 auch politisch motivierte Zuwanderung aus der Türkei in den 80er Jahren im Kontext des Militärputsches, aber auch seit 2016 nach dem vereitelten Putschversuch. Es gibt sozusagen Punkte, die auch aktuell noch gemeinsame Narrative zwischen Deutschen und Türken sind. Ähm, ich habe paar, zwei, drei kleinere Aspekte mal sozusagen auch zur Belustigung, wie sprachliche Beheimatung erfolgt, gerade für das Ruhrgebiet, wie, wie Türkeistämmige versuchen, Räume ja, für sich zu deuten, also Gelsenkirchen beispielsweise in verballhornter Form: Gelsen Girsin soll kommen und reingehen. Wattenscheid, Wattenschahid, das Vaterland ist Zeuge. Kissigbrunn, Stadtteil in Berlin, Gesundbrunnen. Kissigbrunn, die abgeschnittene Nase. Also sozusagen auch über Sprache wird versucht, ein Stück weit Deutschland als die neue Heimat ähm, wahrzunehmen. Komm aber, Thema heute ist ja 100 Jahre Türkei und ich komme sozusagen vielleicht auf zwei, drei Aspekte kurz vor der Republikgründung. Nur, nur so ist auch die Ausrichtung der türkischen Republik mit Atatürk zu verstehen. Eigentlich kann man sagen, die Türkei hat bis 23 bis zur Republikgründung, die letzten zehn Jahre sich immer im Krieg befunden. 1912 bis 1914 die Balkankriege, vor allem mit Griechenland und Bulgarien, dann der Erste Weltkrieg an, Seiten, an der Seite Deutschlands, aber dann sozusagen nach dem Ersten Weltkrieg die Besatzung des Osmanischen Reiches. Mustafa, Gazi Mustafa Kemal, damals hieß er noch nicht Atatürk, ähm, hat die Befreiungskriege organisiert, ähm, erfolgreich. 21, 22 gab es die sogenannte mübardelle ein sehr euphemistischer Ausdruck, Bevölkerungsaustausch. Eigentlich ging es darum, eine Art ethnischer Homogenisierung. Es sind beispielsweise 500.000 griechische Muslime gezwungen worden, in die Türkei zu übersiedeln, also die in der Türkei gelebt haben, und umgekehrt etwa 1,3 Millionen orthodoxe Griechen, die in der Türkei gelebt haben, gezwungen, nach Griechenland überzusiedeln. Also eine, die Idee sozusagen, die, das neue Land mit einer ethnischen Homogenisierung, Säuberung zu beginnen. Die Republik ist 1923, also in zwei Tagen genau 100 Jahre, von Atatürk ausgerufen worden. Mustafa Kemal Atatürk, Atatürk heißt wörtlich übersetzt, Vater der Türken. Er ist selbst in Saloniki, also im heutigen Griechenland, geboren, ist in Istanbul gestorben, aber später aufbewahrt im Mausoleum in Ankara. Atatürk ist auch, hat sozusagen auch die heutige GHP, die Republikanische Volkspartei, gegründet. Er ist quasi ihr Gründungsvater mit einer ganz klaren, ganz klaren, ideologischen auch Vorgabe, unter anderem wie Republikanismus, Laizismus, Populismus, Revolutionismus, Nationalismus, Etatismus. Also die Idee, die türkische, die neue Staatsform ist eine Republik. Vorher war es der Sultan. Sie ist laizistisch, also Trennung von Staat und Religion. Sie ist auch für das Volk, für die Interessen des Volkes gerichtet. Revolutionismus, Devrimcilik im Türkischen meint sozusagen Sie ist bestrebt immer an Veränderungen, also keine Stagnation. Nationalismus ähm, im damaligen Sinne, im Kontext von Nationenbildung in den 20er Jahren, die türkische Nation als eine Einheit. Also in der Türkei leben nur Türken. Das ist sozusagen offizieller Sprachgebrauch. Sie werden nachher sehen, wie viel für wie viel Konfliktstoff auch diese Art der der Selbstbezeichnung führt und Etatismus hier im Sinne von, dass der Staat ein zentraler Akteur. Auch im wirtschaftlichen Vorgehen ist ähm, etwas, was wir auch heute unter der AKP-Regierung ganz stark sehen. Einige zentrale Punkte war beispielsweise die Verlegung der Hauptstadt von Istanbul nach Ankara, auch wenn Istanbul die ja, kulturelle, wissenschaftliche äh, Metropole heute nach wie vor ist. Ankara ist die mal, Hauptstadt äh, verwaltungstechnisch ähm, enorm bedeutsam. Ähm, Markante Stationen in der Republikgründung. Einmal das westliche Sprachen als Pflichtfach, also dass man sozusagen Englisch lernt, Französisch lernt, die Rückdrängung der Macht der Geistlichen, Koedukation ähm, in städtischen Grundschulen, dass sozusagen Mädchen und Jungen zusammen unterrichtet werden. Eine groß, eine groß angelegte Reform, die man sich, glaube ich, heute überhaupt nicht vorstellen kann, wenn sich an die ähm, Grammatikreformen zu Beginn der 2000er Jahre, ob Sauerstoffflasche mit 3F oder mit 2F geschrieben werden sollte, also an diese Debatten erinnern. Atatürk hat eine Schriftreform, Kleiderreform und Kalenderreform innerhalb von ein, zwei Jahren durchgeführt. Ja, die Zeichen im Kopf und die Zeichen am Körper sind geändert worden. Es hat eine kognitive Neuausrichtung gegeben. Ähm, weg von der arabischen Schrift, lateinische Schrift, nicht mehr von rechts nach links, sondern von links nach rechts. Kleiderreform, europäische Bekleidung, aber auch Kalenderreform, nicht mehr der islamische Kalender, sondern der gregorianische Kalender äh, als Grundlage. Das zu einer Zeit, wo gerade mal 11 Prozent des Landes lesen und schreiben könnten. Was heißt es eigentlich, wenn man ganz nüchtern betrachtet, die Einführung des lateinischen Alphabets in einer kurzen Zeit, innerhalb von ein, zwei Jahren, hat zunächst einen Großteil der Menschen zu Analphabeten gemacht. Ja, wenn sie plötzlich mit einem ganz neuen Schriftsystem, nicht nur mit neuen Buchstaben, sozusagen Schriftsystem konfrontiert sind. Deshalb war gerade in den Ende der 20er Jahre eine groß angelegte Kampagne, Gründung der Volksschulen, in denen vor allem auch Erwachsene Alphabetisiert wurden und zu neuen Staatsbürgern erzogen werden. Sie sehen gerade in der Türkei an vielen Bildern Atatürk als auch der Lehrer des Volkes quasi, der dem der, der Bevölkerung die neuen Buchstaben beibringt. Ähm, zu Beginn der 40er Jahre war die Alphabetisierung etwas mehr als 22 Prozent. Die Bildungsreformen groß angelegt haben ländliche Kreise kaum so erreicht. Daher sind gerade in den 40er Jahren als ein, eine Reformpädagogik Dorfschulen errichtet worden, ähm, die ein Stück weit versucht haben, auch die dörfliche Bevölkerung kognitiv ja, fit zu machen. Während wir von 1910 sozusagen quasi dem ersten Aufbegehren gegen auch die S Herrschaft des Sultans bis 1950. Bis dahin hat die ghp eher ein herausdrängendes Islam erlebt haben. Aus der Bildung war ab den 50er Jahren, in den 50er Jahren ist, sind mehr Parteien zugelassen worden und von da an hat auch die JHP ihre, ja, ihre Vormachtstellung verloren. Die Religion hat wieder größeren Platz im Alltag genommen. Bildung, Zulassung von Predigerschulen, der Esan, also der Gebetsaufruf, der wurde kurze Zeit auf Türkisch ähm, erfolgt. Er ist wieder zugelassen worden auf Arabisch als die Sprache des Korans und ab den 50er Jahren Religion wieder zu einem Wahlfach in der Grundschule, später in den Mittelschulen, auf dem Gymnasium. Das heißt, der religiöse Trend, den wir jetzt äh, seit den 80er Jahren wieder erlebt haben und seit 2000 sehr stark mit der AKP, hat aber sozusagen quasi ab den 50er Jahren begonnen, als die zentrale Ideologie des Kemalismus des Staatsgründers Atatürk mehr und mehr äh, verflachte. Die Stolzsozialismus, also Türke Türke zu sein. Ähm, ich habe selbst vor zwölf Jahren mal in einem Exzellenzcluster mitgewirkt, Languages of Emotion, wo wir auch über Stolz, ähm, Freude, Ehre im Kulturvergleich geforscht haben. Das erleben Sie überall an türkischen Schulen in der Türkei. Sprüche wie »Nemutlu Türküm wie stolz für den, der sich ein Türke nennen kann. Also das heißt Atatürks Idee unter dieser ethnischen ähm, homogenen Sicht alle anderen Differenzen glatt zu bügeln, also Kurden, äh, Lasen, Tscherkessen aus allen sozusagen Türken zu machen. »Nemutlu Türküm wie stolz, der sich ein Türke nennen kann. Ähm, das drückt sich sehr stark in der Nationalhymne aus. Alle Nationalhymnen sind natürlich nationalistisch, aber auch gerade in der türkischen sehen sich, jetzt auf Deutsch wie auf Türkisch, die, immer, die ersten beiden Strophen werden immer gesungen in Schulen, jeden Tag. Fürchte nicht die in dieser Morgendämmerung wehende rote Fahne. Sie wird nicht vergehen. Sie ist der Stern meines Volkes und so weiter. Mein ist sie. Allein meinem Volk gehört Also die Fahne, hohe Bedeutung, das sieht man manchmal auch in Konflikten in Deutschland, das Blühende AKP-Anhänger sich oder Nationalisten sich in die Fahne wickeln. Ähm, Atatürk hat eine starke Rede gehalten. Ich werde sie nicht alle Aspekte vorlesen, aber sozusagen die türkische Jugend: Deine erste Pflicht ist es, auf immer die türkische Unabhängigkeit und die Republik Türkei zu beschützen, zu verteidigen. Ähm, das Ganze ist auch sozusagen rechtlich verankert. Es gibt diesen Artikel 301, ähm, so. Schriftsteller wie Orhan Pamuk und so weiter mussten darunter leiden, dass die Herabsetzung der türkischen Nation, des Staates, der Republik Türkei und so weiter unter Strafe gestellt ist. Also man darf sozusagen juristisch auch nicht allzu kritisch ähm, mit, der Staat, mit der Staatsraison ähm, kritisch umgehen. Darin sehen Sie, ähm, wie aufgeladen, emotional aufgeladen die Selbstwahrnehmung ähm, der Republik Türkei ist. Die zentralen Konfliktlinien, die auch heute nicht gelöst sind, ich habe sie sozusagen auf drei bzw. vier Aspekte versucht zusammenzufassen. Einmal der politische Konflikt zwischen säkularen, ja kemalistisch in städtischen Regionen verorteten versus Menschen, die ja in traditionellen religiösen und ländlichen Regionen, also man kann so wie White Collar, Blue Collar, kann man die Trennung machen, weiße Türken versus schwarze Türken. Dann der ethnische Konflikt zwischen Türken und Kurden, vor allem. Ab 1984, wo sich die PKK auch als Organisation gegründet hat, sind bislang mehr als 40.000 Menschen diesem Konflikt zum Opfer gefallen. Aber auch ein religiöser Konflikt innerhalb des Islams, sunnitischer Islam versus alevitischer Islam. Etwa 15 bis 20 Prozent der Menschen in der Türkei verstehen sich als alevitisch, round about 20 Prozent beispielsweise als kurdisch. Das heißt, diese Vorstellung, die Nation ist ethnisch homogen und sie besteht nur aus Türken, ist natürlich eine Selbstlüge. Sie ist sozusagen nach wie vor religiös, ethnisch vielfältig. Zu allem querliegend kann man durchgehend die letzten 100 Jahre sagen, ist der Konflikt männlich versus weiblich, also die nach wie vor Benachteiligung von Frauen. Warum sind gerade sozusagen die Beziehungen zu Deutschland so wichtig? Zwischen 61 bis 2015 beispielsweise ähm, sind rund sieben Millionen Menschen zwischen Deutschland und Türkei. Ein- und Ausgewandert. Derzeit ist die Zahl knapp drei Millionen, aber es sind auch viele, gerade sozusagen aus der ersten Generation, ja auch zurückgegangen oder schon verstorben. Die Türkei ist NATO-Mitglied, ähm, sehr früh schon. Sie ist seit langem ein EU-Beitrittskandidat. Sie hat lange Zeit auch einen starken wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Und Deutschland ist in der Türkei wirtschaftlich sehr, sehr gut vertreten. Über 6000 deutsche Unternehmen, die in der Türkei Direktinvestitionen getätigt haben. Was erleben wir vor allem in den letzten äh, 20, 25 Jahren? Dass ein Elitenwechsel stattgefunden hat. Lange Zeit war das sozusagen eher eine städtische, säkulare, von der GHP, von der türkischen Sozialdemokratie oder der Sozialdemokratie nahestehende Elite. Wir spätestens mit der Erdogan-Regierung, mit der AKP 2002, erleben wir, dass die Macht einer städtischen Elite in Frage gestellt wird. Ja, dass sozusagen ein Elitenwechsel stattfindet. Nicht mehr laizistisch, nationalistisch, sondern eher religiös-konservativ, islamisch, manchmal auch islamisch-universell im Sinne von die gesamte Umma, die gesamte islamische Welt ähm, einschließend. Und in der ersten Phase, das muss ich betonen, auch eine transethnische, weil in der ersten Phase der AKP-Regierung bis 2010, 2012 auch eine Öffnungspolitik gegenüber den Kurden, also eine Anerkennung auch ethnischer Minderheiten, da war. Spätestens ab 2014 hat Erdogan für sich sozusagen die neue Türkei, Epoche der neuen Türkei. Das hat unter anderem auch damit, äh, oder man sieht sozusagen auch darin, dass auch das, die Währung, vorher war sie türk also türkische Lira, heute heißt sie Jetele, Yeni türk die neue türkische Lira. Also die neue, neue Ausrichtung der Türkei, ein Stück weit auch weg von den atatürkischen Idealen. Ähm, Präsidentschaftswahlen 2014, wo Erdogan mit 52 Prozent, knapp etwas mehr als die Hälfte, als Staatspräsident ähm, vorgeschlagen, beziehungsweise als Staatspräsident gewählt wird, ähm, wo Erdogan sehr gut auch die Uneinigkeit der Opposition, es sind ja 48 Prozent eigentlich dagegen, aber sozusagen die Uneinigkeit der Opposition nutzt, um sich ähm, immer stärker heute ähm, fast unangreifbar macht, immer stärker sich sozusagen ähm, auf den Thron setzt. Ähm, 2016, äh, Juli, 15. Juli 2016, der gescheiterte Putschversuch, der dazu geführt hat, dass danach noch einmal das zum Anlass genommen wird, sag mal, richtig ja, sauber zu machen, Säuberung, Hexenjagd auf alle, die nicht konform sind. Ähm, sehr stark wird die Petula gülen bewegung vermutet, äh, auch eine religiöse Organisation, die sehr früh schon äh, in den Staatsapparat äh, eingedrungen ist, dort ihre Kader hat. Aber nach dem gescheiterten Putschversuch sehen sozusagen, was da, ähm, wie da die Türkei umgekrempelt wurde. Fast 1000 Privatschulen geschlossen, über 2000 Vereine, 19 Zeitschriften, Nachrichtenagenturen, 54 private Krankenhäuser, Universitäten, Radio, Fernsehsender und so weiter. Über 21 Milliarden Euro beschlagnahmt, Unternehmen, die der Güternbewegung nahestehen fast 100.000 Menschen im Staatsdienst, Richter, Lehrkräfte, Polizisten entlassen, suspendiert, Journalisten verhaftet. Das heißt, Erdogan hat es selbst mal gesagt, das ist ein Geschenk Gottes. Also er hat sozusagen den Putschversuch zum Anlass genommen, mit allem, rechts wie links, Menschen, die nicht äh, seiner Linie folgen, auch ein Stück weit ja, äh, unschädlich zu machen. Komm um auch. Zum ähm, Ende. Es gibt, jetzt kann man fragen, natürlich, wie hat dieser Mann trotzdem ja so eine hohe Zustimmung? Man darf bei aller Kritik auch einige exemplarische Leistungen nicht verkennen. Deshalb ist ja der Zuspruch zumindest bei ungefähr 50 Prozent da. Das eine ist in der ersten Phase Öffnungsprojekte, Verhandlungen mit der PKK, kurdisches Fernsehen zulassen, kurdisch als Sprache zulassen. Aus deutscher Sicht würde man sagen, so what? Das ist eine Normalität, aber. Aus dem türkischen Selbstverständnis war in der, in der Türkei, gibt es nur das Türkische und es leben nur Türken, also Negierung ethnischer Vielfalt. Erdogan hat eine erste Öffnung gemacht, er hat das Schulsystem verändert, Schulpflicht auf zwölf Jahre, vier plus vier plus vier, das heißt vier Jahre Grundschule, vier Jahre Mittelschule, vier Jahre Gymnasium, Aufhebung des Kopftuchverbotes. Dadurch war sozusagen auch für Muslime, muslimische Frauen ein reflexiver Umgang mit der Religion möglich. Das ist natürlich seinem Klientel sehr, sehr zugute gekommen. Aber demokratietheoretisch finde ich viel stärker die Entmachtung des Militärs. Nationaler Sicherheitsrat wird zurückgedrängt. Das ist demokratietheoretisch natürlich ein guter Schritt. Andererseits war das nicht ganz uneigennützig, denn das Militär hat sich immer, das türkische Militär, verstanden als Wächter, der Links- wie Rechtsextremismus, wie religiösen Extremismus immer bekämpft hat und eingeschritten hat. In dem Erdogan- die Macht des Militärs immer weiter zurückgedrängt hat, hat er sich natürlich noch sicherer gemacht. Abschaffung der Todesstrafe, aber auch eine, in der ersten Phase eine starke Annäherung an die EU durch eine Vielzahl von Reformen. Die Türkei hat einen riesigen, nach China war sie lange Zeit sozusagen die zweitstärkste Nation, wachsende Nation, vor allem von 2002 bis 2013. Ähm, Bruttoinlandsprodukt ist enorm gestiegen, Pro-Kopf-Einkommen ist gestiegen. Wachstum, Währungsstabilität, verbesserte Sozial- und Gesundheitsleistung haben dazu geführt, dass Erdogan jede Wahl gewonnen hat, wenngleich er auf der politischen Ebene immer repressiver wurde. Aber vielen Menschen lag es eher nahe zu schauen, geht es ihnen persönlich besser, geht es ihren Kindern besser, haben sie eine bessere Bildung, bessere Sozial-, und bessere Gesundheitsleistung. Dass politisch vor allem Linke, Oppositionelle unterdrückt wurden, das war vielen eher ja so, what. Ne? Das ist sozusagen, hat man hingenommen, solange man auch nicht selber betroffen war. Die Schattenseiten, äh, ich glaube, das kennen wir ja alle sehr zugute, exzessive Kontrolle der AKP über den Staatsapparat, über die Medien, innere Unruhen, die zu einer Unregierbarkeit des Landes führen, eine starke Polarisierung, eine extreme Selbstherrlichkeit von Erdogan, also immer sich selbst, äh, er schafft den Eindruck, als ob ohne ihn, nichts laufen würde. Er macht jede Eröffnung, jede Schule, jedes Krankenhaus, jede Brücke wird von ihm eröffnet. Quasi eine Art ja, ähm, Unregierbarkeit des Landes, wenn er nicht da ist. Korruptionsskandale, die seit 2013, 2014 auch ein Stück weit die weiße Weste der AKP hinter, hinterfragen lassen. Starke Vetternwirtschaft, dass eher Unternehmen begünstigt werden, die der AKP nahestehen. Und seit 2015, 16 schlechter werdende Wirtschaftsdaten. Bis 2013 hat die Türkei eine Entwicklung, positive Entwicklung gehabt. Flüchtlingsproblematik, auch in der Türkei sind 3,6 Millionen Geflüchtete aus Syrien, 500.000 aus dem Irak, ungefähr eine Million aus Iran, Afghanistan. Das heißt, die Türkei ist noch stärker mit der Flüchtlingsproblematik befasst als Deutschland. Die nicht von allen gut geheißen wird und immer stärker sozusagen auch dort die AKP für diese offene Politik äh, verantwortlich gemacht wird. Ein zentrales Problem der türkischen Demokratie seit ihrer Republikgründung ist die Personenfixierung, also Kult sozusagen um eine bestimmte Person, eine sehr starke maskuline Werteorientierung, also eine, sozusagen einer, der auf den Tisch haut, One Minute, Erdogan, der sozusagen sehr männlich stark auftritt. So eine Merkel-Politik, das ist jetzt meine sehr persönliche Einschätzung, hätte in der Türkei überhaupt keine Chance, sondern moderate, behäbige, nachdenkliche. Nein, es ist sozusagen ganz stark nach außen der Macher, der lautstark, der auf den Tisch schaut, der poltert, der anderen die Grenzen aufzeigt, ähm, dadurch wenig sozusagen auch demokratische Kompetenzen nach außen ausstrahlt. Ähm, Politisierung, Abhängigkeit der Medien, man schätzt heute, dass rund 90 Prozent der Medien AKP nah sind. Staatsmedien, ähm, aber auch Unternehmen, die aufgrund ihrer starken Verflechtung mit dem Staat ähm, sehr wenig als kluger Unternehmer, wenn sie sozusagen Auftrag, große Aufträge bekommen und haben eine Mediensparte, tun sie als kluger Unternehmer sozusagen den Staat nicht kritisieren. Äh, Frau Larissa-Baldun guckt schon kritisch, ich komme äh, gegen Ende. Ähm, Erdogan hat also auch die Einmischungspolitik, die Frage, was das gute Leben ist, aus einer philosophischen Haltung, ist eine, eine, die wir uns jeden Tag stellen, auch türkische Intellektuelle stellen sich, aber wir merken in den letzten Jahren, dass diese Frage sozusagen die inhaltliche Qualifizierung, wie wir unsere, unser Leben zu führen haben, eigentlich aus einer ethischen Haltung heraus, nur selbstbestimmt sein kann, die Inhalte nicht vorgegeben werden dürfen. Aber wir merken in den letzten gerade 10, 15 Jahren, dass eine islamische Vorgabe da ist, ja? die Vorgabe des richtigen, guten Lebens, beispielsweise übersteuern auf Alkohol, auf Tabak und so weiter. Diese Idee ist sozusagen der gute Bürger, und damit meine ich mal den guten Muslim, hält sich da zurück. Familienpolitik mit drei Kindern, so ein konservativ-religiöses Modell wird als das Modell für alle vorgegeben. Dabei muss jeder das gute Leben für sich selber füllen. Und da merken wir im öffentlichen Raum eine stärker ja, schleichende, manchmal auch eine sehr offene Islamisierung des öffentlichen Raumes. Für die deutsch-türkischen Beziehungen, Erdogan ist eine absolute Hass- und auch Reizfigur in der deutschen Öffentlichkeit. Aber dadurch ist die Folge des Erdogans Kurs und Image, die deutsch-türkischen Beziehungen so überlagern. Und äh, vielfach Leid, die türkischen Migranten hier Leidtragende sind. Sie selber werden verantwortlich gemacht für das, was in der Türkei passiert. Und auch wenn sie diese Politik nicht gutheißen, stehen sie aber sozusagen in Erklärungsnöten, was natürlich ähm, enorm das Zusammenleben enorm erschwert. Immer wieder Konfliktfelder sind Terror, Russ der Türkei, aber auch die Armenier-Resolution, ähm, Pro-Erdogan-Demos in äh, Düsseldorf, Köln, Duisburg, ähm, kommen tatsächlich zum Ende. Wir selbst haben gefragt, wie die Türkei-Stämmigen zur Türkei und zu Deutschland stehen. Die gute Botschaft ist, die meisten der von uns befragten haben eine Verbundenheit mit den beiden Ländern, ja, mit Deutschland und der Türkei. Aber wir sehen auch seit 2010, dass die Verbundenheit mit der Türkei steigt, die alleinige Verbundenheit mit Deutschland eher abnimmt, was ein Stück weit den Diskursen, auf der einen Seite so gehässige Diskurse um Integration und um Integrations Verweigerer, Vermeintliche, über den Islam, die natürlich häufig genau das AKP-Klientel adressieren, als Muslime und als Türken und dann umgekehrt von der Türkei umarmt werden mit Schaffung eines eigenen Amtes für Auslandstürken, mit dem klaren Signal, das Land, wo ihr lebt, kümmert sich um euch nicht, aber wir kümmern uns um euch. Wir haben auch gefragt, wo fühlen sie ihre Interessen vertreten und sie sehen die türkische Regierung. Und Migrantenorganisationen nehmen die Türken als starke Interessenvertreter wahr, die anderen weniger. Das war nicht immer so. Bis 2004, 2005 unter Schröder-Fischer-Regierung, wo sozusagen auch EU-Beitritt der Türkei recht, ja, also fast ähm, ganz nah war sozusagen, ähm, was offen stand, hat, wurde auch die deutsche Regierung als Interessenvertreter wahrgenommen, spätestens mit der Merkel-Regierung, mit der privilegierten Partnerschaft, aber kein EU-Beitritt ist auch die Bundesregierung wird auch nicht mehr als Interessenvertreter wahrgenommen. Ähm, die, wie sieht die Türkei heute aus? Und damit komme ich wirklich gleich in zwei drei Minuten zum Ende. Die politische Landkarte der Türkei: Sie sehen gerade Zentralanatolien ist sehr stark AKP Die Großstädte in der Mitte sehen Sie sozusagen Ankara, Çankırı, ähm, Sie sind ein bisschen also eher links und sonst hat man eher den ähm, Mittelmeer, Ägäis und Südostosten der Türkei. Ähm, eine Region, die ragt hervor, Dersim, Tunceli, ist stark von Aleviten geprägte Region, die auch eher Anti-Erdogan-Haltung hat. Aber sonst, sozusagen zentral, Anatolien ist sehr, sehr stark ähm, islamisch-konservativ-Erdogan-nah. Ähm, über die Wahlen sage ich jetzt vielleicht nur bei Nachfrage. Warum ist Deutschland wichtig? Von den etwa 5 Millionen Auslandstürken leben drei Millionen in Deutschland. Von diesen knapp drei Millionen sind 1,4 Millionen stimmberechtigt. Und hier spielt vor allem NRW eine besondere Rolle. Als Johannes-Raufforschungsgemeinschaft sind wir sozusagen NRW-Institution. Äh, NRW zum einen, ein Drittel der Türkei-Stämmigen lebt in NRW, also knapp eine Million. Aber auch die Nähe zu den Nachbarländern, Belgien, Frankreich, Holland. Und das sind Regionen, in denen vor allem die AKP Hochbogen hat. Ich hätte, äh, auch dort waren die Zustimmungen zur AKP roundabout 70%. Deshalb macht Erdogan auch eher Wahlveranstaltungen in Düsseldorf oder in Köln. Ja, in, in Berlin kann man nicht so viel drumherum rekrutieren, aber wenn sie in Düsseldorf oder in Köln machen, kann es auch sehr viel aus Belgien, aus Holland sein, aus Regionen, die auch eine ähnliche Rekrutierung und ähnliches Klientel haben, eher konservativ, Gastarbeitergeneration, AKP-nah. Ähm, es gibt eine Wertekonkurrenz. Ähm, aber auch tief sitzende Angst im Kollektivgedächtnis vor Instabilität, Wirtschaftskrisen. Von 83 bis 2002 war die Halbwertzeit der Regierungen etwa 18 Monate. Erdogan ist seit 2002 die AKP an der Macht, das heißt über 21 Jahre, ist eine Art von Stabilität. Lange Zeit ging es auch mit einer wirtschaftlichen Aufschwung einher. Das heißt, die Leute sagen, gut, da wissen wir, woran wir sind, während vorher die kürzeste Regierung war zwei Monate, die längste war drei Jahre. Also, die Halbwertszeit war deutlich äh, geringer. Und die AKP ist deutlich besser organisiert durch die Moscheen, durch Verbände. Also es gibt 900 Elitik-Moscheen, die direkt ähm, der türkischen Religionsbehörde unterstehen. 300 Moscheen der Milli die auch eher konservativ sind. Das heißt, sie hat es viel leichter, an ihr Klientel über die Moscheen ranzukommen, als andere politische Gruppierungen. Was heißt es sozusagen für heute? Die Konflikte, die ich vorhin genannt habe: Sunnitisch, Alevitisch, Kurdisch, Türkisch, äh, laizistisch äh, versus religiös, die haben sich nochmal potenziert. Wir haben, erleben seit 2016 Deutsch-Türken versus Deutsche. Das heißt sozusagen, Menschen, die hier leben, müssen irgendwie der Türk, den Deutschen die Türkei erklären oder rechtfertigen. Auch wenn sie kritisch dazu stehen. Dann haben wir Türkei-kritische Deutsch-Türken, also die sozusagen damit nicht einverstanden sind. Die aber im Konflikt stehen mit den Affirmativen, die die türkische Politik gutheißen. Und eine, eine ganz neue Dimension: Konflikte innerhalb der Muslime. Es gibt die AKP-Muslime, also die der Erdogan nahestehen, versus Gülen-Muslime, Muslime, von denen, ähm, also denen unterstellt wird, dass sie sozusagen den Putschversuch äh, unterstützen. Ähm, der politische Diskurs ist so stark auf die Türkei fokussiert. Dass dadurch natürlich eine Vernachlässigung der Solidarpotenziale mit Deutschland, aber auch das Interesse und auch Wissen, gerade bei junger Menschen, über die deutsche Politik deutlich geringer ist. Unsere Aufmerksamkeit ist nicht unendlich. Und wenn die Türkei so eine große Rolle, auch mit ihren Ministerien, versucht sozusagen die Türkeistämmigen einzufangen, dann äh, ist. Folgerichtig, das Interesse und Solidarpotenzial mit Deutschland wird dadurch geringer, obwohl Deutschland natürlich ihre zentrale Lebenswelt ist. Ähm, die Politik muss sozusagen anerkennen, dass die Menschen transnationale Orientierung haben, aber sie muss auch zugleich sozusagen die Interessen der Zuwanderer durch mehrheitsgesellschaftliche Institutionen stärken. Um Interessenwahrnehmung von außen zu reduzieren. Wenn sie aufrichtiger Makler ihrer Interessen auch in Deutschland ist, dann haben die Menschen weniger Anlass, ich sage mal, ihre Interessen gegenüber der türkischen Regierung zu adressieren. Mittelfristig gerade für junge Menschen, um die Anfälligkeit für populistische, nationalistische Propaganda zu reduzieren, viel stärker politische Bildung, vor allem für junge Menschen, um, um dieser Propaganda von außen kritisch begegnen zu können. Transnationalität, dass Menschen also sozusagen auch Beziehung zum Herkunftsland haben, ist kein Skandal, sondern ist der Normalfall. Das ist, äh, alle Menschen, die mit anderen, sozusagen andere Verwurzelungen haben, haben eine positive Haltung zu ihrem Herkunftsland. Deshalb gilt es, deren Interessen besser einzubeziehen in hiesige politische Verbände, ähm, Parteien. Und dazu gilt es die Öffnung, Förderung von Beteiligungsstrukturen in Vereinen, Verbänden, aber auch ähm, politischen Parteien. Wir brauchen äh, als künftig kollektives Gedächtnis der Migranten soll Teil der deutschen Erinnerungskultur sein. Dass wir ein Migrationsland sind, in den letzten 70 Jahren sozusagen Teil der deutschen Geschichte, Teil des Curriculums in Schulen, Universitäten, kulturellen Einrichtungen, um ein inkludierendes bzw. ein inkludierendes Wir. Wir, damit meinen wir alle und nicht nur sozusagen wir Deutschen versus die Zuwanderer ähm, durch eine stärkere Einbindung. Ähm, in das Curriculum. Und künftig auch Gedenk, Erinnerungsveranstaltungen, Aufnahme von Zuwanderern ins kollektive Gedächtnis. Es gibt da wirklich derzeit auch sehr, sehr gute Beispiele in Dortmund, äh, äh, beispielsweise das NSU-Mordopfer, äh, ein Namen, ein Gedächtnis bekommen, in dem äh, eine Stadt sozusagen danach, eine äh, Straße danach benannt ist, äh, Förderung von Kunst und Kultur von Zuwanderern, aber auch Förderung der Forschung über Zuwanderung. Das ist, bevor ich Frau lasse, weil du noch kritischer, noch kritischeren Blicken mich aussetzt, war meine letzte Folie. Vielen, vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.